Also, zusammenfassend, was haben wir da? Wir haben coole Leute da, Rodeo-Bullen da, wir haben Würstchen, wir haben Bier, wir haben Musik, E92 M3, Cup Corsa, wir haben mein Auto, wir haben geile Retro-Bikes, Rennbikes, wir haben einen V8 Mustang, wir haben einen Raptor, wir haben Dirtbikes, meine Lieblingsdisziplin nach 12 Bier, noch andere Sachen. Hallo zusammen! Race Corner and Friends by ZEP Volume 1. Das ist dir noch kein Begriff? Sollte es aber. Also grundsätzlich feiern wir einfach nur eine Party. Am 7.9.2019 hier in Bielefeld. Um genau zu sein, auf dem Firmengelände der Firma ZEP. ZEP ist unter anderem eine professionelle Dachdeckerei mit einem sehr wilden Inhaber. Dieser Typ unterstützt uns tatkräftig in dem, was wir tun. Mit wir meine ich Glenn und mich. Glenn habt ihr in dem einen oder anderen Video gesehen, werdet ihr in Zukunft auch noch öfter sehen. Und mit was wir tun, meine ich die ganze Motorsportgeschichte. Autos bauen, Autos fahren, darüber berichten, aufnehmen, Videos drehen, YouTube etc. Man kann das Ganze Sponsoring nennen und genau das feiern wir. Grundsätzlich feiern wir eine normale Party. Mit normaler Party meine ich nicht, dass wir uns im Wohnzimmer treffen, jeder auf sein Handy schaut und nach 3 bis 25 Bier gehen die ersten nach Hause und die anderen kotzen sich voll. Also, es geht um 17 Uhr los. Wir haben den ganzen Abend bzw. bis in die Nacht herein einen Tätowierer am Start. Ich lasse mich tätowieren. Wenn ihr Bock drauf habt oder spontan Bock auf Tattoo habt, dann könnt ihr das machen. Wenn ihr das Motiv vorher kennt, wäre es cool, wenn ihr es ihm zuschickt oder beziehungsweise mich anschreibt, via Facebook, Instagram, wie auch immer. Höchstwahrscheinlich haben wir einen Rodeo-Bullen am Start. Da, wie die meisten wissen, ich auch viel auf dem Zweirad unterwegs bin, stellen wir unsere BMX- und Dirtbikes dahin. Heißt, es gibt Manual-Challenges, Bunny-Hop-Challenges, wir stellen ein paar Kicker auf, es gibt einen Bratwurststand, es gibt keinen Eintritt. Und das Coolste ist quasi, auf der Partyfläche, auf dem Dancefloor stellen wir unsere Autos aus. Damit meine ich nicht nur mein Auto, sondern auch radikale Motorsport-Umbauten. Autos von verschiedenen Ausstellern. Auch wenn ihr euer Auto präsentieren wollt und sagen wollt, hey, ich will ein Teil davon sein und man kann mal in mein Auto reinklettern, sich da mal reinsetzen für jemanden, der noch nie in so einem Rennwagen saß, sich mal einen 6-Punkt-Gurt umschnallen will oder mal in einem Schalensitz sitzen will, sagt Bescheid. Wir haben zwar nicht mehr viele Ausstellerplätze, aber den einen oder anderen kriegen wir wahrscheinlich noch unter. Wie gesagt, wir haben wilde Track-Tool-Umbauten. Wir haben das Team von Kraftrad mit Christian, der seine Rennmotorräder ausstellt. Team Reich stellt geile Retro-Bikes zur Verfügung. Dann haben wir den umgebauten E92 M3. Micha von Mords Tuning, den ihr von meinen Videos auch kennt, kommt mit einem Cup Fiesta. Also ganz viel wildes Zeug zum Anfassen und zum Reinsetzen. Das Ganze hat leider auch einen etwas bitteren Beigeschmack für mich persönlich. Denn ursprünglich wollten wir die Kooperation zwischen Race Corner und ZEP an diesem Abend feiern. Race Corner, dazu gehört für mich auch Glenn. Den kennt ihr aus dem einen oder anderen Video und den werdet ihr auch in Zukunft öfter sehen. Mit ihm zusammen haben wir ein Track-Tool gebaut. Und ich habe auch in einigen Videos erwähnt, dass wir dieses ganze Format auch mit einem Track-Tool durchziehen. Das heißt, ich euch Schritt für Schritt zeige, was wir gemacht haben, wie und warum. Eben genauso, wie ich das mit meinem Z4 ausführlich mache. Das Ganze müssen wir leider nach hinten verschieben, weil wir waren quasi im Endspurt und die Halle, in der das Fahrzeug stand, ist komplett abgebrannt. Die meisten von euch werden sagen, okay, dafür gibt es Versicherungen, das Auto war noch nicht angemeldet. Glaubt mir, wir haben alles Mögliche probiert, es gibt von der Versicherung keinen Cent. Das hat uns zeittechnisch und budgettechnisch enorm nach hinten geworfen. So, nun geht da die Message raus, wir wollen keinen Eintritt für die Party, die Getränke gehen aufs Haus, wir werden aber den Pott aufstellen und alles, was ihr da reinwerft, geht in den Umbau von Glenns Auto, dass wir das Ding wieder zum Laufen bekommen. Wir müssen unheimlich viel wieder aufbauen und das hat uns wirklich enorm zurückgeworfen. Der Kerl hat wirklich sehr viel einstecken müssen. Bei dem Umbau ist vieles schief gegangen und vieles außerplanmäßig schief gegangen. Und wenn man denkt, es kann nicht schlimmer werden, dann brennt einem noch das komplette Auto ab. Das ist wirklich unheimlich traurig. Ich denke, die Leute, die sich damit beschäftigen, werden das verstehen. Ja, so viel dazu. Also an die Leute, die bereits bei Facebook eingeladen sind,
Drückt einfach auf Teilnehmen, wenn ihr dabei seid, dann können wir ein bisschen besser planen. An die Leute, die noch nicht eingeladen sind, aber Bock drauf haben, ihr schreibt am besten einen Kommentar hier drunter oder ihr schreibt mich direkt bei Insta oder Facebook an. Schreibt mich einfach an und sagen, hey, ich komme mit 3, 2, 5, 18 Personen. Von den Leuten, von denen ich weiß, dass die da schon am Start sind. Ne? Oh. Oh, oh, oh. Das wird richtig Arbeit für mich hier. Das sind so... Jo, wie gesagt, die Liste der Aussteller ist schon relativ voll, aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Platz. Also, zusammenfassend, was haben wir da? Wir haben coole Leute da, einen Rodeo-Bullen da, wir haben Würstchen, wir haben Bier, wir haben Musik, einen Tätowierer am Start, wir haben wilde Track-Tool-Umbauten, wir haben geile Retro-Bikes, Rennbikes, Glens Auto, nicht mein Herz. Los, schneid es raus, es tut weh. Wir haben Dirtbikes, noch andere Sachen. Porsche. Ja, ist überflüssig zu sagen, das wird ein gutes Networking-Event. Klar wird's das bis 19, 20 Uhr. Danach wird's wild. Dadurch, dass das ein Industriegebiet ist, haben wir auch kein Problem mit der Lautstärke. Das heißt, wir haben auch kein Problem mit Auspuffanlagen ohne Cut. Übrigens, das war mein erstes Track-Tool-Auto. Opel Corsa OPC in radikal wild. Leute, ich freue mich auf euch. Haut rein.